Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, dank des Bugs in Disney Dreamlight Valley kann ich euch leider nicht am helllichten Tag willkommen heißen. Aber ich hoffe mal, das ist nicht so schlimm für das eine Mal. Wir müssen ganz schnell zu Mirabelle. Ich weiß nämlich nicht, wie lange sie überhaupt noch wach ist. Da steht sie. Ich muss aber sagen, die passt hier doch ziemlich gut in den Wald rein. Du bist es. Kannst du mir helfen? Ja, deswegen bin ich hier, Mirabelle. Gameplayerin, ich habe etwas Seltsames in meinem Haus gefunden und könnte deine Hilfe gebrauchen. Hast du kurz Zeit? Ein weiteres Rätsel lösen? Na klar. Aha. Okay, also dieses zerrissene Tuch flog gerade unter einer Theke hervor. Die Lichter fingen an zu flackern. Die Holzdielen des Bodens schoben es näher zu mir. Minikasita wollte sicher gehen, dass ich es sehe. Es kommt mir bekannt vor, aber ich kann es nicht einordnen. Ich weiß, dass es wichtig ist. Kannst du mir helfen? Klar, ich bin für dich da. Danke, Gameplayerin. Das bedeutet mir viel. Könntest du dir das zerrissene Tuch ansehen? Vielleicht fällt dir daran ja etwas Ungewöhnliches auf. Und mit etwas meine ich alles. Okay, gib es mir. Ich werde es untersuchen. Hier. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Ich weiß, ich weiß. So. Das zerrissene Tuch. Wie mache ich das denn? Mit Rechtsklick, ne? Ja. Okay. Das ist wohl das Tischtuch gewesen. Hallo? Ich würde gern mit dir sprechen. Mirabelle? Hallo? Ja, jetzt. Genau das ist es. Das Tischtuch. Für den Tisch der Madrigals. Jetzt weiß ich es wieder. Vajana, Anna, Elsa und ich, wir waren so gut befreundet. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Es war unglaublich. Vajana erinnerte mich an meine Schwester Luisa. Die ist immer so stark und beschützend. Was ist mit Anna und Elsa? Nun, ich habe viel mit Anna gemeinsam. Wir haben beide Schwestern, die magischen Gaben besitzen. Wir hingegen nicht. Außerdem sorgen wir beide gerne dafür, dass alle glücklich sind. Und Elsa? Zuerst dachte ich, es wäre so eine Senorita Perfecta wie Isabella früher. Aber sie ist so nett, wenn man sie erst einmal kennengelernt hat. Wir versammelten uns für Partys um den Tisch der Madrigals oder erlebten Abenteuer. Wir hatten so eine schöne Zeit. Ich wünschte, es wäre immer noch so. Das Vergessen, es hat mir so viel genommen. Beginnen wir damit, den Moment in der Erinnerung nachzustellen. Das wäre wirklich nett. Oh, das würde mir gefallen. Aber dazu bräuchten wir den Tisch der Madrigals. Seit ich wieder im Dorf bin, habe ich ihn nirgendwo gesehen. Die Erinnerung fand am Strand statt. Vielleicht kann ich einen Hinweis finden, was dort geschehen ist. Wiedersehen. Ja, dann werden wir mal zum Strand. Aber Ich Moment, bin so froh, dass du Moment. hier Ja, bist. ja, 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 ja. Lass uns abhängen, Mirabel. So, damit du mir nicht schon wieder abhanden kommst. Und dann gucken wir jetzt mal gemeinsam am Strand nach. Hier ist natürlich nicht allzu viel Platz. Ah, sieht aber schon gut aus. Kann ich da irgendwie. Ah, nee, das ist zum. Ach, ich klicke da die ganze Zeit drauf. Nein! Oh. Sag mal, willst du mich jetzt veräppeln? Wenn ich auf genau die gleiche Stelle wieder drauf, also mich nicht bewege, nimmt der einfach was anderes. Ich glaube, takt. So, Bretter. Im anderen war leider nur Kohle drin. Kohle ist natürlich das, was wir am wenigsten gebrauchen können. Suche vier weitere Stücke. Okay. Das machen wir doch. Wolli, kannst du mir vielleicht beim Suchen helfen? Da ist noch was. Aber ich glaube nicht, dass da Bretter drin sind. Das sah jetzt nicht danach aus. Na gut, Moment, da sind. Ach so, die sind nicht alle vergraben. Ah, okay. Dann vielleicht hier bei Prinz Erik in der Nähe. Nein, aber da finde ich noch eine Muschel. Beziehungsweise bei Stitch. Mach das mal weg, so kann ich besser gucken. Ach, das ist Wally. Ich wollte gerade schon sagen. Ich denke nicht, dass das bis hier hinten irgendwo
hingeflogen ist. Ich frage mich auch, wann wir endlich mal die anderen Steine wegmachen können. Das ist für mich persönlich jetzt total nervig, weil erstens kann ich hier nichts umstellen und nicht so schön machen, dass, wie ich es halt eben haben will. Das ist für mich das Allernervigste, muss ich sagen. Und zweitens, weil ich möchte das da hinten, wie gesagt, gerne weg haben. Und dann, ja, ursprünglich war mal geplant, das Schloss da hinzustellen. Das Schloss da hinten hinzustellen. Das kann ich dann vergessen. Ich würde eventuell von Vajana das da hinstellen oder so. Ich weiß es nicht genau, weil da hinten ist ja auch ihr Boot. Also wäre das ja eigentlich recht cool und passend. Da ist noch ein Teil. So, hi Vajana, ich habe gerade über dich gesprochen. Das müssen wir nochmal ausbuddeln. So. Na, tu es auch weg, Mann. Hast du den Tisch der Madrigals gefunden? Bitte sag ja. Das habe ich, aber er ist in Stücke zerbrochen. Aus diesem Grund klettert man nicht auf Möbel. es tut mir leid, Mirabelle. Oh. Oh, nun, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, als alle weggingen, wurde er dort vergessen und von den Gezeiten weggeschwimmt. Wie alle Erinnerungen an unsere Freundschaft. Vielleicht war das alles eine schlechte Idee. Vielleicht kann man etwas, das man verloren hat, nicht zurückgewinnen. Es war keine schlechte Idee, Mirabelle. Gib mir ein oder zwei Tage. Ich denke, ich kann das in Ordnung bringen. Ich muss nur mit ein paar Leuten reden. Mit ihr zum Beispiel. Komm schon, wir haben noch so viel zu tun. Hey, Gameplayerin, was kann ich für dich tun? Weißt du noch, dass du früher mit Mirabelle, Anna und Elsa befreundet warst? Das ist ja witzig. Daran habe ich neulich erst gedacht. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Ich plane deshalb, ein Freundschaftsfest zu veranstalten. Ihr seid alle großartig. Oh, danke, du auch. Ich möchte, dass es ein Geschenk für Mirabelle wird. Ich habe vor zu kochen und habe mich gefragt, ob du bei irgendetwas helfen willst. Ich habe diese Teile von einem kaputten Tisch. Oh, ich helfe gern. Vielleicht könnte Anna bei der Reparatur vom Tisch der Madrigals helfen. Sie könnte Christoph und Elsa um Hilfe bitten. Ich bin sicher, dass sie Spaß an diesem Projekt hätten. Oh, und ich kann aus einem alten Segel eine neue Tischdecke machen. Gib mir einen halben Tag, dann ist es fertig. Großartig. Ich werde das Kochen übernehmen. Gibt es etwas, was du besonders gerne magst? Ich möchte Bunuelos für Mirabelle machen. Deshalb habe ich mich gefragt, was du gerne hättest. Hm, vielleicht eine große Meeresfrüchteplatte? Mm. Hier, das hat mir Remi gegeben. Darauf ist eine Zeichnung von einer. Oh, es ist ein Rezeptbuch. Danke, Vajana. Das wird eine große Hilfe sein. Aber Meeresfrüchteplatten hatten wir doch schon. Auf Wiedersehen. Die kennen wir doch schon. So, bringe Anna die zerbrochenen Stücke. Ist die wieder am Futtern oder ist die... Ja, natürlich. Wo sollte sie auch sonst sein? Wenn die jetzt wieder raus teleportiert, während ich mich hier bewege, ne? Kann sie nicht. Ist alles zu. Sie kommt gar nicht raus. So, das nehmen wir mit. Anna? Anna? Da. Hm? Hallo. Okay, ich bin etwas verwirrt. Gameplayerin, warum gibst du mir zerbrochene Tischstücke? Oh, Moment mal. Ist das der Tisch der Madrigals? Ja, er ist kaputt und ich will ihn reparieren. Zu Ehren deiner Freundschaft mit Mirabelle. Oh, das ist so nett von dir. Ich will unbedingt helfen. Oh, ich habe eine Idee. Ich werde Christoph und Elsa bitten, uns zu helfen, den Tisch der Madrigals als Geschenk für Mirabelle zu reparieren. Christoph kann dabei helfen, ihn zu reparieren. Und wir können ein paar neue Stühle bauen. Vielleicht kann Elsa ihre Kräfte nutzen, um das Holz zu dekorieren. Das wird Spaß machen. Und dann können wir eine Party schmeißen, um unsere Freundschaft zu feiern. Mhm. Oh, aber was ist mit Vajana? Sie hat uns immer mit diesen Partys geholfen. Ich habe mit ihr geredet. Sie macht eine brandneue Tischdecke aus einem alten Segel. Und ich kümmere mich um das Essen. Ich schlage Bunuelos vor, um Mirabelle zu feiern. Und eine große Meeresfrüchteplatte für Vajana. Oh. Gibt es etwas, das du und Elsa gerne isst? Schokolade.
definitiv Schokolade. Vielleicht könntest du ein paar Schokokekse backen? Remi hat sie uns probieren lassen und sie sind köstlich. Er gab mir ein Rezeptbuch, falls du sie selbst machen willst. Tja, du kannst es ausleihen. Das sind doch die mit dem Mickey-Maus-Kopf drauf, oder? Beziehungsweise Mini war es, glaube ich. Die habe ich schon durch Zufall irgendwann mal rausgefunden. Ich mache mich an die Arbeit mit dem Tisch der Madrigals. Wir werden wahrscheinlich einen Tag brauchen, um ihn zu reparieren. Oh, danke. Aber sagt mir bitte nicht, dass ihr wirklich einen echten Tag meint, weil sonst raste ich hier nämlich aus. Ich habe nämlich eigentlich nur heute die Möglichkeit aufzunehmen. Buñuelos, große Früchteplatte und Schokokekse. Dürfte aber normalerweise auch, genau, wollte ich gerade sagen, auch ausgezeichnet sein hier, ne? So, Buñuelos. Keine Ahnung, was das ist oder was da drin ist oder... Also was da drin ist, sieht man ja quasi. Aber wie das schmeckt. Es sieht aber irgendwie lecker aus, muss ich sagen. Ich würde es gerne mal probieren, wenn ich es mal irgendwo sehen würde. So, große Früchteplatte. Da ist jetzt die Frage... Ja, ich wusste es. Also, erstmal den nehmen wir schon mal gar nicht. Die auch unter Fisch drin? Nein, die sind natürlich wieder nicht unter Fisch drin. Den muss ich wieder extra suchen. Das ist so lästig. Das ist nämlich mein letzter von denen. 88, ja. Einen rosanen können wir gerne nehmen. Kein Thema. Ich will das immer hier unten reinziehen. Aber ich koche ja auch so wenig. Ich meine, wozu auch, ne? Gut. Ich habe ganz, ganz viel gekocht, wo ich halt die Rezepte rausfinden wollte. Aber jetzt... brauche ich es ja im Endeffekt nicht mehr. Wobei mir einfällt, dass ich, glaube ich, noch 4 Rezepte oder sowas, die fehlen mir noch. Da war da noch irgendwas. Ach so, Schokolade, genau. Die ist, glaube ich, ganz unten irgendwo, ne? Nee, Moment. Schokolade. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir gerade gemacht haben. Haben wir jetzt Schokoladenwaffeln, haben wir? Minzschokolade? Aber das ist auch nicht das, was die haben möchten. Ich habe es auch... Oder ich habe die Schokolade noch nicht gelernt. Moment. Schokokekse waren das. Habe ich hier nicht gerade eine Anleitung? Doch, da oben. Ist das jetzt nochmal was anderes oder was? Schokokekse? Ich bin verwirrt. Also, wir haben die Waffeln. Dann habe ich, glaube ich, auch Schokowaffeln. Ne? Ja, hier Schokoladenwaffeln. Das war das, was ich meinte. Schokokekse hatten wir tatsächlich noch nicht. Oh. Haben wir doch mal was Neues nach langer Zeit nochmal gelernt. Sehr geil. Ja, cool. Dann machen wir direkt mal. So. Okay. Warte, bis alle ihre Aufgaben erledigt haben. Willst du mich veräppeln? Also kann ich das jetzt heute nicht zu Ende machen? Oder wie verstehe ich das jetzt? Oh, nachfragen. Hallo. Lass uns übers Essen reden, genau. Ja. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Es sieht so aus, als ob wir tatsächlich einen Tag jetzt warten müssen. Das ist jetzt richtig, richtig mies. Die Aufnahme finde ich jetzt aber auch nicht so lang, dass man jetzt sagen könnte, okay, ich mache das jetzt in 2. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, deswegen, ja, dann würde ich mal sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache, total enttäuscht mit der Aufnahme dann heute beende. Für mich jetzt persönlich. Ihr habt natürlich jetzt keine Probleme mit einem Cut, weil ihr könnt dann direkt weitergucken, weil ich werde dann... Ja, ich hoffe, es werden nur 2 Tage werden. Ich werde dann den 2. Tag auch mit dranhängen direkt. Und ja, den seht ihr jetzt direkt im Anschluss. So, endlich ist es soweit. Es hat auch nur 2 Tage gedauert. Ja, ihr hört richtig, 2 Tage. Nicht, wie Anna mir gesagt hatte, 24 Stunden, beziehungsweise einen Tag. Keine Ahnung, warum es so lange gedauert hat, aber gestern konnte ich leider, als ich reingegangen bin, noch nichts machen. Hi! Mit wem soll ich mich treffen? Mhm. Anna hat mich nach einem Essen gefragt, das du ihr bringen sollst. Ich werde langsam wirklich neugierig. Wiedersehen! Okay. Hola. Ich soll dir die Gerichte bringen, aber... Ich habe was für dich. Soll ich das da drüber machen? Nee.
Da kann man nur die... Hä? Bis bald. Ach, bringe Anna die Gerichte. Ach, Gott. Och, ja, ja, ja. Das war jetzt richtig dämlich von mir. Das jetzt übrigens auch, weil ich quasi ein paar Meter daneben gestanden habe. Aber egal. Die nehmen wir allerdings noch eben, auch wenn ich das Holz jetzt gerade mal eben liegen lasse. Man weiß ja nie, was drin ist. Okay, in dem Fall ist in Anführungszeichen nur Geld drin. So, Anna. Hallo. Ich muss mit dir reden. Ich weiß. Ich habe mich total vertan gerade. Keine Ahnung, wie ich auf Mirabelle gekommen bin. Ich meine, gut, es ist ja ihre Story im Endeffekt, ne? Oh, hallo. Wow, Gameplayerin, das Essen sieht lecker aus. Vajana hat mir die neue Tischdecke gebracht und Christoph, Elsa und ich haben den Tisch und die Stühle fertiggestellt. Jetzt muss ich nur noch alles vereinen. Tada, es ist fertig. Hier. Ja, das sieht gut aus. Jetzt musst du nur noch Mirabelle einladen. Dann können wir mit dem Fest der Freundschaft beginnen. Auf Wiedersehen. Juhu. Die Frage ist jetzt, muss ich das jetzt draußen... Ih, das ist mein Kopf. Muss ich das jetzt draußen dann aufstellen? Oder muss man gleich mal gucken? Weil das sah ja eher aus, dass man es drinnen aufstellt, ne? Wenn man stehen. Warte mal kurz. Achso, ich muss es ihr geben. Ich muss es gar nicht aufstellen. Okay. Oh, hallo Gameplayerin. Ich bin immer noch ein wenig traurig über den Tisch der Madrigals. Nicht nur, weil er kaputt ist, sondern wegen dem, was er repräsentiert. Die Dinge fühlen sich hier einfach nicht mehr so an wie früher. Dann wird es dich freuen zu erfahren, dass der Tisch der Madrigals so gut wie neu ist. Was? Dank den Bemühungen von Anna, Elsa, Christoph und Vajana sind wir bereit für ein echtes Fest der Freundschaft. Genau wie vor dem Vergessen. Ja! Wirklich? Ja! Das ist unglaublich. Etwas sagt mir, dass du eine Menge damit zu tun hattest. Oh, ich habe nur ein bisschen gekocht. Oh, ich bin mir sicher, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt. Ich werde den Tisch des Fests der Freundschaft in der Nähe der Mini-Casita aufstellen. Vielleicht ändere ich mein Outfit passend zu diesem besonderen Anlass. Nee, das ist die beste Überraschung aller Zeiten. Bis bald. Ich stelle ein lässiges und hübsches Outfit zusammen. Ach, habe ich schon. Ein lässiges und hübsches Outfit. Sehr schön. Stelle den Tisch irgendwo hier hin. Moment. Es liegen hier. Warte mal, ich guck mal eben. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Ich würde es nämlich gerne davor machen. Aber hier sind ja natürlich jetzt wieder so viele Sachen im Weg. Das müsste aber so eigentlich... Das machen wir nochmal vorsichtshalber weg. Das müsste so eigentlich funktionieren, oder? Je nachdem, wie groß das ist. Die werden ja sowieso wieder weggemacht. Das finde ich total doof, dass man die Sachen nicht einfach stehen lassen kann. So, dann nehmen wir alles. Nehmen wir Tee und... So ein bisschen, dass man auch tatsächlich noch was sieht, ne? Also ich darf gerne auch ein bisschen freundlicher gucken. Andererseits, Vajana guckt ja auch irgendwie, als würde sie gerade jemanden verprügeln wollen oder so. Also, okay, ich denke mir mal, das Bild können wir nehmen. Können wir das vielleicht... Nee, dann ändert sich mein Kopf aber auch nicht so wirklich, wenn wir von der anderen Seite aus machen. Nein, jetzt dreh dich doch nicht. Einen Versuch möchte ich noch haben. Ich muss doch das gutes Coverbild machen. Ich glaube, das andere war jetzt ein bisschen besser. Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse es mal bei den zwei Bildern hier. Entschuldigung. Ja. Hola. Das Fest der Freundschaft hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe dieses Dorf. Mi Familia ist vielleicht nicht hier und ich vermisse sie sehr. Aber da ich von so vielen Freunden umgeben bin, fühle ich mich hier im Tal wirklich zu Hause. Dann gibt's noch dich, Gameplayerin. Ich muss dir danken. Du bist immer für uns alle da. Das ist ein großes Geschenk. Du bist das Herz dieses Tals. Und deshalb möchte ich, dass du den Tisch der Madrigals bekommst. Ja! Auch mit den Stühlen, oder? Das wäre natürlich geil. Ah, nein, das ist nur der Tisch. Oder? Doch, 4 Stühle sind dabei. Das ist cool. Wo auch immer du ihn aufstellst. Ich kann es kaum erwarten, wie viele lustige Momente wir um uns herum erleben werden.
Oh, und das habe ich für dich gemacht. Denk daran, du kannst immer auf mich zählen. Adios! Das sieht bestimmt ganz cool aus. Wobei, das habe ich auch gedacht bei Vaiana. Und das Kleid, naja. Sieht nicht ganz so schön aus wie in der Vorschau, sagen wir es mal so. Ja, und das war jetzt schon alles? Hallo? Nur Elsa verlässt mich nicht. Aber wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Und wir haben jetzt scheinbar unser Spiel damit auf Englisch gestellt. No quests available, okay. Ja, dann, wie ihr seht, wir können leider nichts mehr machen. Dann war das erstmal leider die letzte Folge. Was sehr schade ist, weil es ist, wie gesagt, eins meiner Lieblingsspiele aktuell. Und ja, da müssen wir halt warten, bis das nächste Update rauskommt. Also keine Sorge, ich werde auf jeden Fall weiterspielen, sobald das neue Update draußen ist. Ich glaube, im April ist das nächste große Update geplant. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es kann sein, ich habe schon wieder vergessen, dass dann König der Löwen kommt. Ich wusste das alles mal und dann wurde es mir nochmal gesagt, weil ich es wieder vergessen hatte und jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich habe nur noch April im Kopf und dass irgendwann König der Löwen kommt und irgendwann wir endlich da oben im vergessenen Tal, heißt das, glaube ich, dass wir dann endlich... Ich hatte keine Vorstellung, wie weit ich komme. Ja, darf ich kurz was erzählen? Danke. Dass ich dann, dass wir dann endlich da diese Flammen loswerden können. Also zumindest laut dem, was ich gehört habe. Ich hoffe, das stimmt auch so. Weil die sind wirklich sehr nervig. Gerade wenn man rumläuft und man immer an so einer blöden Flamme hängen bleibt, finde ich doch ziemlich doof. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich habe im Hintergrund Ursula gesehen. Die tauchte plötzlich auf. Oder sie war vorher schon da und ich habe es nicht bemerkt. Das könnte auch sein. Mir passieren immer solche Dinge. Ja, also wie gesagt, seid nicht traurig. Ich werde auf jeden Fall weitermachen, weil es ist eins meiner Lieblingsspiele aktuell. Und ja, ich bin jetzt nur ein bisschen traurig, weil es jetzt erstmal eine Pause geben wird. Wow, du bist ein richtig guter Anführer für dieses Valley. Ich sollte Vaiana irgendwie sagen, sie soll nicht bei mir in der Nähe sein, wenn ich gerade abmoderiere. Die ist genau wie Maui. Der kann das auch sehr gut. Der stellt sich dann erstmal entweder vor einen oder hinter einen und labert dann die ganze Zeit. Und du denkst, ich wollte doch nur kurz Tschüss sagen. Ja, also wie gesagt, es gibt neue Folgen. Ich denke so ungefähr in 4 Wochen oder so. Ich bin mir nicht sicher, wann jetzt der Termin gewesen ist. Und bis dahin, ich habe noch ein kleines Let's Play vor. Das wird so ein kleines Rätsel-Let's Play. Das wird zwischenzeitlich dann hochgeladen auf dieser Sendezeit. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Oder vielleicht auch nicht, wenn ich die ersten paar Male verzweifelt bin. Ich weiß es noch nicht. Ja, dann sage ich einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.